So viele Leute machen sich Sorgen vor Deutschklausuren. Und ich kann das gut verstehen, denn Deutschklausuren sind oft Klausuren, wo man nicht einen bestimmten Aufbau hat und nicht genau weiß, wie man sich jetzt langhangeln soll, wie beispielsweise in einem Fach wie Mathematik. Aber ich habe mir über die Jahre Schule einen Weg angeeignet, wie ich Deutschklausuren geschrieben habe und letztendlich so in der Oberstufe auch immer eine 1 bekomme. Übrigens, ich finde, diese Tipps kann man auch auf jede Sprache anwenden, sei es jetzt Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, was auch immer ihr da habt. Ich habe auch schon mal ein Video gefilmt mit Tipps für bessere Englischklausuren. Die könnt ihr auch nochmal gerne angucken. Da habe ich auch nochmal speziell auf die Fremdsprache Bezug genommen. Heute geht es um generell Texte. Die allererste Sache, die ich immer gemacht habe vor Deutschklausuren, ist es, meine Einleitung schon vorher zu Hause zu schreiben. Höchstwahrscheinlich wisst ihr vor der Klausur schon, was für eine Textart rankommen wird. Also ob ihr jetzt eine Sachtextanalyse, eine Gedichtsanalyse, einen Kommentar schreiben müsst, das wisst ihr ja sicherlich vorher schon, weil man das ja beim Unterricht auch vorher übt. Und das Ding ist, diese Texttypen sind hier immer gleich aufgebaut. Sprich, du wirst eine Sachtextanalyse anders einleiten als einen Kommentar. Und vermutlich habt ihr auch diese Einleitung schon im Unterricht geübt. Falls ihr das nicht gemacht habt, was sehr unwahrscheinlich ist, dann googelt das vorher einfach mal und findet genau heraus, wie man diesen Text einleitet, wie man den Mittelteil schreibt und auch das Ende. Weil das wird unabhängig von der konkreten Quelle, die ihr bekommt, immer gleich sein. Und dann könnt ihr euch schon vorher zu Hause ein paar schöne Sätze schreiben, die ihr am Anfang der Klausur einfach über euer Blatt schreibt. Ich habe so gemacht, dass ich nochmal genau vor der Klausur, also die Minuten vor der Prüfung, in meinem Handy, wo ich die ganzen Sachen aufgeschrieben hatte, die Sätze durchgegangen bin und mir nochmal mein Kurzzeitgedächtnis geholt habe. Und dann, als es hieß, okay, alle Materialien weg, wir schreiben jetzt die Prüfung, es geht los, hatte ich sie immer noch im Kopf und habe dann sofort, als ich mein Blatt bekommen habe, auf meinen Schmierzettel diese Sätze nochmal aufgeschrieben. So hatte ich sie direkt links neben mir liegen und konnte während der Prüfung darauf zurückgreifen. Wie ich gerade schon gesagt habe, weiß man meistens das Thema. Ich hatte sogar das Glück, dass ich damals in meiner Gedichtsanalyse schon wusste, was für ein Thema ungefähr rankommt. Also sie wussten, es ist was in der Kategorie Sturm und Drang und ich glaube, es wurde auch schon so ein kleiner Hint gegeben, dass es was zum Thema Frühling sein wird. Dann habe ich mir einfach den Abend vorher, gerade in Sprachen kommt es oft darauf an, dass man sich eloquent und gehoben und divers ausdrücken kann. Und ich schreibe, ja, das lyrische Ich will zeigen oder das lyrische Ich stellt dar oder der Protagonist läuft rum oder so. Wenn du zum Beispiel weißt, es ist ein Gedicht über Sturm und Drang, kannst du dir schon mal Sturm und Drang Merkmale raussuchen. Könnt ihr euch ja so schöne Vokabeln raussuchen und falls ihr auch genau wisst, es kommt was wie bei mir jetzt mit dem Thema Frühling ran, könnt ihr euch für Frühling verschiedene Synonyme raussuchen oder für Frühlingsbegriffe Synonyme raussuchen, sodass ihr einen sehr abwechslungsreichen, schönen Wortschatz habt. Manchmal geht die Klausur ja auch über eine Lektüre, also über ein Buch, was ihr gerade gelesen habt. Das kann man genauso wie auch andere Texte sehr, sehr gut vorbereiten, wenn nicht sogar noch besser vorbereiten. Wisst ihr, was ich gemacht habe vor einer Englischklausur? Wir hatten dann eine Lektüre gelesen und ich bin damals auf Amazon gegangen, ich bin auf Goodreads gegangen und habe mir dort einfach Rezensionen durchgelesen, um zu gucken, wie nehmen andere das wahr, wie kann man das interpretieren und habe mir da einfach selbst einen Text dann vorgeschrieben mit wieder schönen Formulierungen, schönen Worten, interessanten, spannenden Gedanken, die ich irgendwie aufgeschnappt habe und selbst auch beim Lesen entwickelt habe und hatte dann wirklich einen richtig guten Text. Weil der Vorteil von einer Lektüre ist, ihr bekommt den Text nicht erst in der Klausur, sondern habt wahrscheinlich ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr vorher Zeit, euch dieses Buch anzugucken und zu verstehen und Gedanken drumherum zu entwickeln. Und nutzt auf jeden Fall diese Zeit. By the way, gerade für Deutsch gibt es ganz oft auch Lektürschlüssel. Das heißt, es ist einfach eine Sekundärliteratur, also ein Buch, in dem alles zu der Lektüre steht. Also wie das analysiert wird, was es für eine tiefere Ebene hat, über den Autoren ein bisschen was. Das ist eigentlich echt ein Key. Weiterhin kann ich euch empfehlen, verschiedene Satzanfänge zu benutzen. Ich habe diesen Satz gerade eingeleitet mit dem Wort weiterhin. Das ist ein Wort, was ich wirklich so oft im Jurastudium benutze. Wir schreiben nämlich immer Gutachten und da müssen wir verschiedene Dinge aufzählen. Wir haben immer diesen Gutachtenstil. Das ist jetzt ein bisschen komplex hier zu erklären, müsst ihr auch nicht wissen. Im Endeffekt will ich damit
damit ausdrücken, dass wir immer die gleiche Struktur haben und immer sehr, sehr ähnliche Dinge aufschreiben. Und deswegen ist es wichtig, da Abwechslung reinzubringen. Und genauso ist es auch im Deutschunterricht. Oftmals zählt man Argumente auf und widerlegt diese dann oder diskutiert. Und da könnt ihr euch vorher einfach Synonyme überlegen für Worte wie außerdem, trotzdem, die man eben so im normalen Sprachgebrauch verwendet, die aber noch ein bisschen besser klingen. Und natürlich gelten auch weiterhin für das Fach Deutsch meine Basic-Tipps, wie zum Beispiel im Unterricht gut mitmachen, die mündliche Note aufbessern, die ganzen Tipps für die Vorträge und so weiter. Ich habe ja da schon richtig viele Tipps und falls ihr einen All-in-One-Guide haben wollt, also ein Buch, wo alles drin steht für gute Noten, könnt ihr euch gerne mein Buch Best Noten ohne Stress mit minimalem Aufwand zum 1,0 Abitur kaufen. Ich habe da, by the way, auch ein ganzes Kapitel zum Thema Deutsch. Ich habe da aber ganz andere Dinge erzählt als jetzt. Ich schlage das mal kurz auf. Wow, ich habe wirklich keinen einzigen Tipp, der hier drin ist, hier genannt und also nichts hat sich gedoppelt. Also falls ihr noch mehr Tipps haben wollt, auch für andere Fächer, guckt da gerne rein. Es geht um Motivation, es geht um gute Noten im Unterricht, die Mitarbeit, es geht um Freunde, es geht um Hobbys, um Zeitmanagement. Hier findet ihr wirklich alles, was ihr als Schüler und auch als Student braucht. Link wie immer in der Infobox. Jetzt hoffe ich, dass ihr noch einen wunderschönen Tag habt und wir uns bald wiedersehen. Bis dann!